Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich möchte in diesem Jahresabschlussvideo einen kleinen Blick zurückwerfen auf das, was 2017 so alles war und auf das, was im nächsten Jahr 2018 noch so kommen wird. Und ja, ich hoffe, ihr genießt diesen kleinen Rückblick und den Ausblick gemeinsam mit mir. Und ja, dann schauen wir mal, was sich 2017 so alles getan hat. Ja, 2017 war ja ein eigentlich ganz ereignisreiches Jahr für mich und meinen Kanal. Und alles begann ganz zeitig im Jahr, noch zum Winter, mit ein paar Ausrüstungsvideos. Und das waren so quasi die ersten Gehversuche für mich, auch wirklich in Richtung Video zu gehen. Ich kam ja vorher von reinen Audio-Podcasting und das waren so die ersten Versuche auch mit Videoschnitt und dieser ganzen Plattform. Und kurz danach habe ich dann auch begonnen mit den ersten Gehversuchen sozusagen, was das Thema Bushcraft angeht und Lagerbau. Das Ganze war natürlich noch sehr einfach und ja, im Prinzip halt Hängematte genommen und einfach rausgegangen. Und dann, als der Winter rum war, dann kam, angefixt durch den Martin von Gia Schlossmühle, der erste Klettersteig, und zwar ganz bei mir in der Nähe in Mödling. Und damit war quasi die Klettersaison eröffnet und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass dann noch einige Klettersteige folgen sollten. Ja, und dann kam im Lauf des Frühjahrs eine Videoserie vom Kai Sackmann, dem Sacki, auf YouTube heraus zum Thema Einseilklettern. Und er hat das an einem Baum gemacht und das hat mich so angefixt, weil ich war ja als Kind auch immer auf Bäumen unterwegs, bin immer auf die Bäume raufgeklettert, natürlich ohne Sicherung, ohne irgendwas, ne? Und ich habe mir gedacht so, hey, das ist doch mal geil. Und habe mich dann zu dem ganzen Thema noch schlau gemacht, auch an anderer Stelle, nicht nur in den Videos vom Sacki. Und habe mir dann ein 10 Meter langes statisches Kletterseil und die Steigklemmen und ein paar Bandschlingen organisiert und habe das dann auch probiert. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin und heute eine Ausrüstung habe, mit der ich auch noch ganz andere Sachen machen kann. Dazu aber später mehr. Ja, und dann kam irgendwann der Sommer und mit dem Sommer natürlich auch der Sommerurlaub, der Haupturlaub. Und da ging es dann an ein Reiseziel, was ich schon sehr, sehr lange Zeit machen wollte und wo ich schon sehr lange Zeit hin wollte, nämlich nach Schweden. Ja, und im Herbst hatte ich dann wieder Gelegenheit, nachdem es in der Arbeit wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, auch wieder mit den Schlittenhunden was zu tun. Und da gab es im September natürlich wie jedes Jahr
das Trainingslager in Rohr im Gebirge und dann auch natürlich noch die eine oder andere Wanderung. Ja, und dann hat mich irgendwann im Frühjahr noch einer meiner Zuschauer angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm gemeinsam eine Tour zu machen, ein bisschen was Richtung Bushcraft, Survival-mäßig. Und ja, ich habe mir gedacht, warum nicht? Und das war der Zeitpunkt, als ich begonnen habe, mit dem Tiroler gemeinsam das eine oder andere Video und die eine oder andere Tour zu machen. Ja, und wir haben dann verschiedenste Sachen gemacht, nicht nur Bushcraft, sondern wir haben dann auch zwei Lost Places besucht, eine alte Lungenheilanstalt. Und eine alte Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem haben wir auch noch ein paar Höhlen besucht, was uns auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, das war also mein Jahr 2017 hier auf YouTube und damit kommen wir auch schon zum Ausblick auf das Jahr 2018. Eines, was ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen möchte, sind natürlich meine Wanderungen und auf jeden Fall auch wieder Klettersteige. Ich werde vielleicht den einen oder anderen, den ich 2017 schon gemacht habe, nochmal machen. Mal schauen. Es gibt aber noch einige andere, die ich auch noch machen will. Und unter anderem auch außerhalb von Niederösterreich, vielleicht mal in Salzburg oder auch in Tirol. Da wird es auf jeden Fall noch die eine oder andere Tour geben. Ein Thema, was ich auch nächstes Jahr noch verstärkt in Angriff nehmen möchte, ist das ganze Thema Bushcraft. Und da an der Stelle einen kleinen Teaser, weil da werde ich im nächsten Jahr mit dem Tiroler sehr viel machen wahrscheinlich, weil der Tiroler hat ein richtig geiles Grundstück aufgetan mit wirklich ein paar richtig coolen Sachen. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut einfach beim Tiroler vorbei auf seinem Kanal, eines seiner letzten Videos. Und ich verlinke euch das natürlich auch wie immer oben in der Videobox, in der Infobox. Und hier noch ein paar kleine Bilder schon mal als kleiner Anreiz. Was wir uns natürlich auch noch suchen wollen nächstes Jahr, ist noch einige weitere Lost Places. Wir haben da die eine oder andere Location auch schon ins Auge gefasst. Da wird es auch vielleicht das eine oder andere Thema geben, wo
wir recht exklusiv Zutritt bekommen werden, wo man sonst nicht hinkommt. Das muss man aber alles noch abklären. Aber da ist auch momentan einiges im Laufen im Hintergrund, wo ich mit dem Tiroler gemeinsam das eine oder andere machen will. Wir werden auch andere Lost Places noch besuchen, welche, auf die man relativ öffentlich hinkommt, sage ich jetzt mal. Ja, was sicherlich nächstes Jahr auch vermehrt am Programm stehen wird, sind Höhlen in allen Variationen, unter anderem auch Schachthöhlen, also Höhlen, in die man sich abseilen muss. Das ist nämlich genau das, wo mich dieses ganze Einseilklettern am Baum irgendwo hingeführt hat im weiteren Schritt, weil man natürlich diese Technik auch zum Höhlenklettern verwendet. Und da will ich unbedingt nächstes Jahr was machen. Ich habe da auch schon eine Höhle ins Auge gefasst in der Slowakei, die ich da machen möchte. Da habe ich sogar schon einen Höhlenplan dazu und ein paar Fotos. Die, glaube ich, wird richtig, richtig cool. Und ich hoffe, dass ich da auch den Tiroler dazu überreden kann, dass er da mitkommt. Und ich glaube, das wird eine richtig geile Tour. Aber auch andere Höhlen werden noch am Programm stehen, weil wir sind hier schließlich am Beginn der Alpen. Und da gibt es natürlich hier in Österreich alleine schon unzählige Höhlen, die man besuchen kann. Und da wird sicherlich das eine oder andere mit dabei sein. Und das vielleicht auch, wenn es passt, in Tirol, weil da planen wir ja auch vielleicht so ein kleines YouTuber-Treffen gemeinsam mit dem Tiroler, mit Life is Outdoors. Vielleicht kriegen wir den Martin von Schier Schlossmühle noch dazu. Und wenn das klappt, dann wird es auch eine richtig geile Tour. Auf das freue ich mich auch schon riesig. Da gibt es aber noch einiges an Organisation zu tun, bevor das funktioniert. Aber ich hoffe, das klappt. Ja, und wenn wir schauen, vielleicht wird es dann was im Sommer, weil da wird es unseren heurigen Sommerurlaub auch hinverschlagen, nämlich nach Tirol. Wir werden dieses Jahr höchstwahrscheinlich in Österreich bleiben. Und Tirol ist einfach auch eine wunderschöne Gegend. Die Berge, die Landschaften sind einfach ein Traum. Und vielleicht kann ich das kombinieren, vielleicht schaffe ich das so über eines von den Wochenenden oder so, dass wir da was zustande bringen. Wäre richtig cool. Ja, und wenn ich schon bei dem ganzen Thema YouTuber-Treffen bin, mache ich gleich weiter. Schöne Grüße an den Kanal Survival Ost, bei denen ich mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte für das großartige Gewinnspiel und den Gewinn, den ich bekommen habe von ihnen, wo der Patch dabei war, wo auch das Messer dabei war, wo auch ein paar andere Sachen noch dabei waren. Schaut sich dazu einfach das Unboxing-Video an, was ich dazu gemacht habe. Die Sachen, die dort drinnen waren, kommen auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch zum Einsatz. Und was ich auf jeden Fall auch machen will, nachdem die Jungs von Survival Ost jetzt ein neues Lager gebaut haben, ein richtig großes, fettes Lager, da will ich auf jeden Fall auch mal auf Besuch hinfahren zu den Jungs. Das wird, glaube ich, auch eine richtig coole Tour. Mal schauen, vielleicht kriege ich auch den Tiroler mit dazu, dass er mitfahrt. Das wird dann richtig, richtig geil. Auf das freue ich mich auch schon riesig. Jungs, das plane ich auf jeden Fall für 2018 ein. Macht euch darauf gefasst, dass ich zu euch komme und dass wir da gemeinsam was machen. Ja, natürlich auch noch einiges anderes gemeinsam mit dem Tiroler, auch Richtung YouTuber-Treffen, dann vielleicht auf seinem Grundstück. Da könnte man vielleicht auch was zustande bringen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. An der Stelle natürlich Einladung an alle YouTuber da draußen, die uns sehen, die uns folgen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr Interesse habt, zu uns zu kommen in den Großraum Wien. Dann lasst uns das wissen. Entweder meldet euch bei mir oder beim Tiroler. Wir sind da auf jeden Fall dran, dass wir da für nächstes Jahr was aufstellen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir es schaffen werden. Kommt darauf an, wie wir mit dem Grundstück weiterkommen, mit den Herrichten. Werden wir dann sehen. Aber wenn ihr Interesse und Bock habt, dass da kommt, gebt uns Bescheid. Wir würden uns freuen. Ja, und dann bin ich eigentlich mit dem Ausblick für nächstes Jahr im Großen und Ganzen auch schon fertig. Ich denke, das ist eh schon ein ziemlich großes Programm, was ich davor habe. Ich weiß noch nicht, was ich davon dann tatsächlich am Ende alles umsetzen werde können. Ich hoffe, ich schaffe es, das meiste davon umzusetzen. Wir werden es sehen.
Einen großen Dank auch nochmal an den Tiroler, meinen Partnerkanal, für die vielen gemeinsamen Touren. Hat richtig Spaß gemacht mit dir dieses Jahr und ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird noch cooler. Wir werden da wieder ein paar richtig geile Sachen miteinander machen. Ich freue mich drauf und in dem Sinne bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, als kommt's gut ins neue Jahr, rutscht's gut rüber und wir sehen uns dann in alter Frische und neuer Müdigkeit in 2018 wieder.